Hallo zusammen, schön, dass ihr reinschaut. Willkommen zurück zu ARK und das ist die Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Mit unserem Freund, der hier irgendwie nicht der Allerhellste unter dem brennenden Stern ist. Du, ganz ehrlich, der sieht echt aus, als würde er mir Probleme bereiten. Der hat eine mächtige Panzerung, Level 21. Aber wäre natürlich... Sieht natürlich nach einem mega Ressourcenlieferanten aus. Also ich befürchte nur, wenn ich ihn angreife, dass das Kacke sich dann rumdrehen wird und merkt, was er hier eigentlich für einen Blödsinn macht. Aber ich werde es jetzt einfach mal probieren. Pieks! Oh shit! Okay. Eine wehrhafte Schildkröte. Zum Glück nicht die allerschnellste. Aber bissig. Oh, der kann sich leider sehr schnell rumdrehen. Ich dachte, wenn ich ihn schön von hinten angreife. Oh, doch. Umdrehungstaktik. Umrundungstaktik quasi. Kann funktionieren, muss nicht. Ah, ich muss wirklich meine Energie im Auge behalten. Ich glaube, ich kann ihm ganz gut entkommen. Oh, ich muss aufpassen. Ich habe gleich ein Problem. Aber er blutet schon. Die Frage ist so, hat so ein Ding eigentlich eine Energieanzeige oder sowas? Ich glaube nicht, ne? Ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen, der Kamerad ist nicht der Allerschnellste. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in irgendwas anderes Tödliches reinlaufe. Aber die Viecher haben halt auch wirklich nicht sowas wie eine Energieanzeige, dass ich auch sagen könnte... Wie viel ich denn quasi noch machen muss, um ihn zu erledigen. Und ich möchte nicht in die Geschichte eingehen als erster ARK-Spieler, der von einer Schildkröte getötet wurde. Ja gut, der hat natürlich echt eine mega Panzerung, ne? Ich würde trotzdem jetzt gerne mal wissen, wie lange ich brauche. Oh shit, jetzt habe ich ein Problem. Um so ein Vieh zu erledigen, denn mein Knochen ist gebrochen. Ich kann nicht flüchten. Oh shit. Okay, ich werde sterben. Ich werde tatsächlich von einer Schildkröte getötet. Vielleicht hätte einem an dem Punkt auch was Besseres einfallen lassen können. Aber gut, man muss ja manchmal auch in so einem Survival-Spiel mal was ausprobieren. Leider wird das oft mit dem Tod belohnt. Nun gut. Nicht gut, aber lehrreich. Ach, ich sehe gerade, mein Lagerfeuer brennt noch. Ich werde auf jeden Fall dahin zurückgehen, denn ich kann natürlich auch einfach die Kleidung schnell neu craften, aber ich habe da überhaupt keine Lust drauf. So, ich werde hier erstmal das Feuer ausmachen. Macht ja keinen Sinn, hier Holz zu verschwenden. So, ansonsten, wir haben leider nur Braunkohle, das ist ja schade. Jetzt haben wir natürlich nämlich unser ganzes Essen nämlich auch da drüben. Das ist so ein bisschen das, was ungeschickt ist. Yo. Okay. An sich war der Strand ja nicht so mega tödlich. Na gut, okay, doch. Es war der eine oder andere, die Lophosaurus da. Deswegen, ich kann mir natürlich jetzt überlegen, hier mit der Unterhose natürlich dahinter zu laufen. Das ist schon mal ein Pflanzenfresser. Und versuchen, an allem, was mich töten will, vorbeizukommen. Vielleicht habe ich ja Glück, da ist gerade was geschwommen. Und wir gucken uns nicht an, was da geschwommen ist. Wir schwimmen jetzt schön rüber auf die andere Seite. Und hoffen, dass wir hier einen Lauf kriegen, indem wir einfach an allem, was Tödliches, vorbeilaufen und uns einfach unser Equipment wieder zurückholen können. Aber ich muss hier aufpassen wie ein Schlitzohr. Denn diese Dilophosaurier sind ja noch einfach mal hinter irgendeinem Baum aufgetaucht. Da nimmst du das Spiel nicht ganz so genau, aber hier schön am Wasser entlang. Okay, ich bin erschöpft. Ich bin hier auch gerade erst geboren worden. Das ist ja auch nachvollziehbar. Und es sieht ganz gut aus im Moment. Keine tödlichen Viecher in Reichweite. So habe ich mir das vorgestellt. Doch da hinten läuft ein Dilophosaurus weg, aber ich hoffe noch weit genug. Ah, nee, shit. Der ist, so wie es aussieht, genau... Na, er läuft wieder ein bisschen weg.
Das ist unsere... Shit. Mistvieh. Kann ich da hochklettern? Nee, ne. Jetzt eierst du genau darum, wo ich hin will, mein Freund. Such dir ein anderes Territorium. Ich versuche die Gelegenheit zu nutzen. Das wird eng. Da liegt er. Schnell. Ich mach schneller. Gut. Immer ein bisschen seltsame Situation, seine eigene Leiche zu sehen. So, jetzt bringen wir erstmal ein bisschen Abstand zwischen Dilophosaurus und mich. Und legen erstmal wieder unser ganzes Equipment hier an, ne? Füße. Rumpf. Oder auch nicht. Sieht auch lustig aus, oder? So mit der Badeshorts. So, Mütze. Gegen den Hitzschlag. Und Handschuhe. Da uns ja so kalt ist. So, Hose. Achso, hier. Ich dachte schon gerade, ich hätte meine Hose verloren. Das wäre natürlich das peinlichste Equipment. Gut, Waffen haben wir alles noch. Wir haben alles. Das sieht gut aus. Wir trinken nochmal einen Schluck. Oh, was ist das denn? Oh, Rochen. Ein Rochen. Tschüss, Rochen. Das ist immer so ein ganz komischer Bewegungseffekt. Wenn man aus dem Wasser rausgeht, dann hüpft der Charakter irgendwie einmal so hoch, aber bewegt sich dann leider auch nicht weiter. Das ist immer ein bisschen ungeschickt. So, die Frage ist, was machen wir jetzt hier eigentlich? Der arme McRalf, zumindest das, was von ihm übrig ist, liegt hier noch so rum. Ich kann ihn quasi auch als Lagerkiste benutzen, zumindest noch für 2 Stunden und irgendwas. Naja. Warte mal, der hat ja ein Bart. Warte mal. Ja, wie geil ist das denn? Das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen, dass dem ein Bart gewachsen ist. Ich meine, macht natürlich total Sinn, aber das ist ja geil. Das habe ich ja noch gar nicht geblickt. So, jetzt bin ich ja eigentlich hierher gegangen, nicht um zu sterben, sondern um eine Beutekiste zu bekommen. Junge, erschreck mich doch nicht so. Die nächste Beutekiste ist sehr weit weg. Auch ein sehr interessantes Landemanöver, mein Freund, mit dem Schnabel voran. Und wenn ich ehrlich bin, hier sind eigentlich dieselben Viecher... Oh, geil, ein Triceratops. Ich wollte gerade sagen, dieselben Viecher, die ich bisher auch kenne. Ist aber nicht ganz korrekt. Da hinten schwimmt die Todesschildkröte. Ach, siehst du mal, das hier sind gar keine Türme. Die Dinger fliegen in der Luft. Interessant. Und da ist auf jeden Fall Triceratops unterwegs. Zumindest war er da gerade noch. Doch, da hinten läuft er noch im Schatten. Aber auch irgendwas Zweibeiniges. Tendenziell Tödliches. Weiß nicht, ob es ein Dilophosaurier ist. Ich guck mir das jetzt einfach mal an. Ich werde hier gerade ein bisschen neugierig. Das Problem ist, dass wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich verdammt weit von meinem Leichnam entfernt. Und das beunruhigt mich ein bisschen. Was bist du denn? Bist du ein Dilophosaurus? Na gut, komm, wir schauen uns mal den Triceratops an. Sieht grimmig aus. Die Frage ist, Freund oder Feind? Na du? Okay, das ist keine Brumpfzeit. Glück gehabt. Geiler Bock. Das ist mein Scheißhaufen. Komm. Aufheben. Man sollte immer so ein bisschen Triceratops-Kacke dabei haben. Jeder kackt. Das ist doch mal eine Lebensweisheit. Enthält Stickstoff, der deinen Pflanzen hilft zu wachsen. Wird ein effizienterer Dünger, wenn du es mit Stroh im Kompostbehälter ablegst. Und das ist natürlich geil, weil das hat natürlich jede Menge Stickstoff drin. Ein kackender Triceratops. Gut. Jetzt müssen wir uns noch denken, dass hier trotzdem irgendwas Zweibeiniges gerade im Wald verschwunden ist. Und zweibeinig ist sehr oft tödlich. Ich laufe jetzt einfach mal. Ich mache hier echt ein bisschen Sightseeing am Strand. Ich habe gerade so ein bisschen Langeweile. Ich weiß gerade nicht so richtig, was ich tun soll. Die XP-Punkte, die rieseln jetzt gerade nicht so vom Himmel. Aber da könnte ich sicherlich auch was dagegen tun. Ansonsten... Boah. Da hinten floppen irgendwelche Gegenstände auf. Hier haben wir ein bisschen Wasser. Komm, wir machen jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt nochmal da oben drauf, schau mal, was auf der anderen Seite der Felsen ist und halte mal so ein bisschen Ausschau, dass wir auch mal hier mal eine kleine andere Ecke der Insel sehen. Und dann muss ich mir überlegen, ob ich jetzt hier irgendwas Konkretes vorhabe oder ob ich zurück zum Lager gehe.
Aber eigentlich im Lager, ganz im Lager hält mich eigentlich aktuell nichts. Ich habe da ein paar unwichtige Ressourcen und ein Lagerfeuer. Die kann ich mir natürlich auch, ich könnte mir natürlich jetzt auch hier irgendwo mal ein Zweitlager öffnen. Das wäre vielleicht sogar ganz intelligent. Die Vegetation gefällt mir hier ganz gut. Schön grün. Und wir kommen diesem komischen Ding näher. Also es gibt sicherlich noch einige Geheimnisse, die zu erforschen sind, wie eben diese Dinger. Ich bin gespannt, ob die nur Deko sind, aber ich gehe davon aus, dass die auch irgendeine tiefere Bedeutung haben. So, da haben wir nochmal eine Riesenschildkröte da hinten. Oh. Oh, shit! Wie heißen die? Ah, die kennen wir doch aus Jurassic Park, diese kleinen Mistviecher. Die sind zwar nicht besonders tödlich, aber sie tun weh und vor allem im Rudel. Ah, oh, Mistkröten, ey. Ihr tut richtig weh. Aua! Noch einer. Und dann noch in dem hohen Gras hier, ne? Alter Falter, wieder so ein Gänsehautmoment. Hinterlassen die auch irgendwas? Ne, ne, die sind so klein. Die sind so klein, dass sie noch nicht mal was hinterlassen. Die haben mich jetzt einfach nur geärgert. Solche Sackgesichter. So, da ist nochmal eine Schildkröte. Ein Haufen... Oh, warte mal, ist das eine Höhle? Das schauen wir uns gleich an. Vielleicht ist da tatsächlich eine Höhle. Ansonsten, zumindest haben wir jetzt schon mal eine kleine neue Art entdeckt. Siehst du mal. So. Ja, im Moment sieht ja wirklich noch alles sehr ähnlich aus. Wir haben ja noch ein paar Schildkröten da hinten. Ja, das könnten verschneite Berge sein, wenn ich das richtig erkenne. Aber ansonsten was richtig Spannendes. Gut, ich glaube, solange wir uns hier so ein bisschen am Strand, an der Inselrand entlang bewegen, ja, das ist ja Jurassic Park genauso. Ja, das ist die sicherste Gegend oder in Jurassic... Was war denn das? Vergessene Welt Jurassic Park. Ich glaube, da hieß es doch, oder? Beweg dich am Strand, da bist du am sichersten. Irgendwie sowas. Scheiß die Wand an. Auf jeden Fall ist das hier eben eine Region, wo wir noch relativ gut überleben können. Ah, ich dachte gerade, die Erde hat vibriert. Nicht, dass da irgendwas Großes kommt. Boah, jedes Mal schrecke ich mich, wenn ich irgendwas sehe, dass sich was bewegt. Auf jeden Fall. Eine richtige Höhle ist es nicht. Aber zugegebenermaßen, ich kenne mich hier zwar nicht besonders gut aus, aber es wäre natürlich eine geile Stelle für ein Lager, ne? Um so eine Art Zweitlager einzurichten, da wäre man vom Regen geschützt. Das ist doch eine geile Idee. Wir richten uns hier ein Zweitlager ein. Ich will jetzt aber trotzdem noch mal kurz in die Ecke gucken, nicht, dass hier irgendwie das Nest eines Tyrannosaurus liegt oder sowas. Oh! Oh! Eine Explorer Note, ist das nicht toll? Junge, bleib weg von mir. Das ist ja geil. Wir haben unsere erste Explorer-Note entdeckt. Aber... Ui. Okay, das Ganze ist auf Englisch. Jetzt würde ich mal vorschlagen, ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich lese mir das jetzt mal kurz in Englisch durch und dann versuche ich euch den Inhalt dieser Explorer-Note in kurz und knackigem Deutsch wiederzugeben. Unter der Voraussetzung, dass ich es verstehe. Okay, und im Endeffekt, ja klar, die Dinger heißen ja Explorer, also Erkundungsnotizen, oder ein Explorer ist ja ein Abenteuer, oder wie soll man sagen, nicht Abenteurer, Entdecker, so, und es scheint also Leute gegeben zu haben, keine Ahnung, ob das diejenigen waren, die diese Dinge gebaut haben, ich glaube nicht, einfach Entdecker, die hier Notizen gemacht haben, und er redet von diesem Obelisken, den wir hier links auf dem Bild sehen, das sind diese Dinge, die eben in der Luft schweben, aber er hat anscheinend auch irgendeinen davon, wenn ich es richtig interpretiert habe, entdeckt, indem man reingehen konnte, mit komischen, leeren Bereichen, die man vielleicht noch mit irgendwelchen Kristallen füllen muss, also keine Ahnung, auf jeden Fall, er ist sich nicht sicher, was das ist, zumindest haben wir seine Notiz gefunden, die wird dann auch, wenn ich das richtig sehe, eben hier in unseren Entdeckernotizen gespeichert. Ach, die Helena war das, Helena Walker. Und ich denke, wir werden mehr von diesen Dingen eben noch entdecken und dann Schritt für Schritt hoffentlich etwas über das Geheimnis von The Island von der Insel herausfinden. So, auf jeden Fall, ich glaube, die Idee ist ganz gut, hier eine zweite Base zu errichten. So, ansonsten, wir haben da ein paar Vögel, die uns ja gerne mal anreifen, wenn wir rohen Fisch dabei haben. Ansonsten, was ist das? Nee, totes Holz, okay. Ah, da ist irgendwas. Fast aus wie ein Bär, vielleicht auch ein Nasenbär. Eine Mischung aus Elefant und Bär. Also irgendwas bewegt sich da drüben, was wir noch nicht kennen. Oh, shit. Ein Spinosaurus.
Die erste richtig große Kreatur. Und jetzt habe ich gerade ein Problem, sehe ich. Ich drohe gerade zu verdursten. Das ist natürlich jetzt gefährlich, aber egal. Ich springe jetzt da unten rein. Aua. Trinke erstmal schön. Schwimme nochmal ein Stück zurück. Gehe da vorne wieder an Land. Das ist nur ein Lachs. Der tut mir nichts. Gut. Und dann habe ich jetzt zumindest erstmal wieder Flüssigkeit in mir. Ich muss gleich noch dafür sorgen, dass ich die Wasserflasche auffülle. So, ich glaube, die habe ich auch gerade schon aufgefüllt. Ich muss das bloß mal vorsichtshalber gegenchecken. Nee, habe ich nicht. Also, ran ins Wasser. Reicht es, wenn ich einmal drücke, oder wie ist das? Tatsächlich, sie ist voll. Gut. Zumindest, ich glaube, das ist echt eine ganz gute Stelle für ein Zweitlager, weil ich jetzt doch ein ganzes Eck schon von meinem Erstlager entfernt bin. Oh, shit. Die Viecher wieder. Ach nee, Dodo, Junge. Erschreck mich doch nicht so. Ich dachte, das waren wieder diese kleinen Viecher. Auf jeden Fall, pass auf, ich werde hier ein Zweitlager eröffnen. Das scheint relativ friedlich zu sein. Und dann überlege ich mir nämlich jetzt auch meinen Schlafsack nämlich hinzupacken, weil dann kann ich nämlich hier auch wieder spawnen. Oh, ja gut, okay. Das kann mir natürlich ständig passieren, dass die Kameraden hier durchlatschen. Das werde ich nicht ganz verhindern können, aber ist ja auch nicht schlimm. Also, dann machen wir das nämlich so. Dann crafte ich mir hier ein zweites Lagerfeuer. Das werde ich nämlich auf jeden Fall brauchen, aber klar, ich habe natürlich keinerlei Ressourcen dabei. Das war natürlich jetzt sehr clever. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal Feuerstein, Holz, Stein und Stroh, also so ziemlich alles. Ich kann da echt Ressourcen rausholen, okay. Jetzt pass mal auf, was passiert? Oh, Metall. Metall ist neu. Ah, und unten sehe ich ein neues Zeichen. Seht ihr das? Diesen Doppelfall da unten? Wenn ich es richtig interpretiere, habe ich durch das Aufsammeln der Explorer-Notiz jetzt quasi gesteigerten XP-Bonus oder sowas. Zumindest interpretiere ich das. Und ich habe jetzt echt die Sorgen gehabt, dass ich diesen Stein hier irgendwie komplett abbauen könnte, aber anscheinend kann man daran so lange rumkloppen, wie man Lust hat. Und du könntest mir jetzt einen Gefallen tun, wenn ich hier rumhacke, mir nicht in den Weg laufen, weil sonst heißt es wieder, ich habe dich angegriffen und dann wirst du nämlich wieder aggressiv, mein Freund. Ne? Wir wissen, wie das endet. Nämlich mit meinem Tod. So, einige Fasern, das ist jetzt erstmal das Wichtigste, was wir hier sammeln wollen. Ansonsten gibt es auch Beeren kostenlos aufs Haus. Wir können nebenbei noch ein Dodo sammeln. Geh weg. So, aber stimmt schon, Dodo-Fleisch brauchen wir trotzdem. Deswegen nett, dass du vorbeigeschaut hast. So, ansonsten brauchen wir... Oh shit, stimmt, wir bräuchten Holz. Holz ist hier kein so wirklich in der Nähe, ne? Warte mal, hier war, glaube ich, ein Baum. Oh, großer Baum. Also, ist ja fast zu schade, um den kaputt zu machen, ne? Kommt da was raus? Ach ne, geht gar nicht. Doch, geht. Oh shit. Der ist aber schnell umgefallen. Gut, ich hoffe, der wächst nach. Dann würde ich nämlich tatsächlich hier mein Lager machen. So, was brauche ich jetzt noch? Stein und Stroh brauche ich noch. Okay, also dann kloppen wir jetzt hier noch ein bisschen Stein raus, ne? Ups. Geht das nicht? Ach nee, das ist jetzt wiederum keine Ressource. Das ist jetzt wiederum Deko oder was? Ihr wollt mich echt verkackeiern. Hier kann ich jetzt nichts rauskloppen. Aber hier. Gut. Gut. Und was haben wir gesagt? Wir brauchen dann noch, dann brauchen wir noch Stroh. Und für Stroh brauchen wir dann logischerweise wieder Bäume. Ja gut, okay. Das war dann jetzt vielleicht ressourcentechnisch jetzt dann vielleicht doch nicht die allercleverste Idee, hierher zu gehen, weil wir natürlich für Holz und Stroh schlicht und ergreifend Bäume brauchen. Na komm, Junge. Vorbei da. Oh, da läuft irgendwas Zweibeiniges. Vorsicht. Das ist wieder ein Dilophosaurus. Okay, wir gehen erstmal darüber.
Ah, ich verhungere. Wieso das denn? Das wollen wir natürlich nicht. Ich brauche aber auf jeden Fall Holz und Stroh. Deswegen brauche ich Bäume. Hier ist ein dicker Baum. So, die Loffi-Junge. Bleib mal da, wo du bist. Ach, und ich verdurste schon wieder. Was ist denn hier los? Jetzt warte mal. Ah, jetzt habe ich aus der Wasserflasche getrunken. Ja, so langsam verstehe ich das Spiel. Wird ja auch mal Zeit. Es ist nur leider kein Wasser mehr drin. Aber zumindest müsste ich jetzt in der Lage sein, ein Feuer... Immer noch nicht. Ich brauche noch mehr Stroh. Shit. Ja, wahrscheinlich umso mehr ich renne hier. Und hier scheint es auch relativ warm zu sein. Ach ja, hier ist es heiß. Ah, deswegen habe ich so einen Durst. Okay, ich ziehe das Ganze zurück. Ich finde die Stelle doch nicht mehr so optimal, um da ein Lager aufzumachen. Und jetzt bin ich zu voll. Jetzt bin ich zu schwer. Ich glaub's nicht. Aber jetzt müsste ich doch zumindest mal ein Feuer, siehst du, ein Feuer machen. So. Herstellen. Einmal herstellen. So. Dann sollten wir uns auf jeden Fall nochmal ein Speer machen. Aber wir sind zu schwer. Wir können uns leider nicht mehr bewegen. Das ist jetzt doof. Dann würde ich das Ding nämlich mal wegwerfen. Kann ich sonst noch irgendwas wegwerfen? Natürlich nur sehr ungerne, ne? Wirklich sehr... Vielleicht kann ich ein paar Beeren essen. Vielleicht hilft mir das ja weiter. Lecker, gut. Alles klar, dann essen wir die jetzt mal weg. Nicht so lecker, aber egal. Aber man kann sie essen, gut. Oh shit, jetzt habe ich aus Versehen eine Narkobeere gegessen. Das war jetzt nicht so clever. Ja, sind auch lecker, gut. Komm, weg damit, was soll das? Ach, jetzt auch wieder eine Narkobeere, ich bin so doof. So, die gelben sind auch lecker, gut. Aufpassen, welche Beere danach kommen, nicht, dass ich mir da irgendwas... Ach, sie schmeckt bitter und man wird durstig, also da jetzt bitte wieder aufpassen, ne? Und, bitter, durstig, Narkobeere, okay, alles klar. So, jetzt sind wir zumindest wieder so leicht, dass wir uns ein bisschen bewegen können. Aber die Ecke scheint jetzt echt nicht so clever zu sein, weil es hier relativ warm ist. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, ich begebe mich nochmal ein Stückchen weiter und hoffe, dass ich hier vielleicht nochmal eine Ecke finde, die ein bisschen kühler ist. Ich befürchte nur, dass ich mir so viel Gedanken darüber mache und jetzt hier gucke, dass ich wahrscheinlich zwischenzeitlich sterbe und dann... Ah, hier. Siehst du? Hier ist es deutlich kühler. Und mein Darm freut sich auch. Okay, dann würde ich doch einfach mal sagen, pass auf, dann... Es ist mir wieder zu heiß, du willst mich echt verarschen. Ah, hier ist gut, pass auf, dann setzen wir jetzt die Hütte hier, komm. An den Wegesrand. So, hier können wir nämlich auch schön Feuer nämlich hinpflanzen. Und dann haben wir nämlich mal ein kleines Zwischenlager errichtet. Das ist doch toll. So. Und dann würde es wahrscheinlich auch Sinn machen, hier eine zweite Hütte oder sowas hinzusetzen. Die Frage ist, brauche ich das? Ich brauche nicht. Nee, das ist jetzt einfach nur mal Zwischenlager. Dann kann man hier nochmal zum Beispiel auch nochmal eine Kiste hinbauen. Was brauche ich denn für eine Kiste? Da fehlt mir natürlich wieder alles für Fasern und Stroh. Aber auch das kriegen wir relativ schnell wieder her. So, Stroh kriegen wir, haben wir gesagt, aus den Bäumen. Achso, und Stroh kriege ich ja vor allem, wenn ich mit der Hacke rangehe, ne? Und nicht mit dem Beil. Das Beil sorgt vor allem für Holz. So, dann machen wir uns hier auch ein bisschen Baugrund, ein bisschen frei hier und das hässliche alte Holz hier weg. So. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Fasern brauchen wir noch. Ah, hier höre ich schon wieder so viele Tiergeräusche. Die mich tendenziell eher beunruhigen als beruhigen. Kann man das hier auch sammeln? Nee. Nur das richtige Buschwerk. Okay, ich bin wieder überladen und deswegen will ich eine Kiste bauen. Das ist ja genau der Grund. So, ich kann eine Kiste bauen. Sehr schön. Ich kann sogar zwei Kisten bauen. Wir bauen erstmal nur mal eine. Oh ja, und die müssen wir dringend bauen. So.
eine Kiste. Dann können wir nämlich erstmal einige schon wieder loswerden. Und hier werden wir dann nämlich jetzt auf jeden Fall unseren Schlafsack nämlich hinpacken. Den können wir nämlich jetzt auch hier gleich einsetzen, schön. So platzieren. Na, schön ans Feuer ran. Nicht zu nah. Ah, schnell geeist. Jetzt warte mal. Moment. Ja, wie geil ist das denn? Das ist also, jetzt habe ich erst vor einer der letzten Folgen jetzt gesagt, dass es gibt es denn ein Schnellreisesystem? Und ja, es gibt tatsächlich eins. Achso, nee, warte mal. Ja, aber dafür brauche ich dann, wenn ich es richtig interpretiere, einen zweiten Schlafsack irgendwo. Hätte ich mal einen zweiten Schlafsack hingebaut. Alles klar, dann kann ich nämlich zwischen meinen Lägern hin und her reisen. Das ist ja super. Gut zu wissen. Gut, hier packen wir jetzt erstmal ein bisschen Holz rein, haben wir gesagt, ne? Und vor allem rohes Fleisch, das müssen wir uns nämlich hier zubereiten, sonst verdirbt uns das nämlich alles wieder. Wir kennen das Theater, dann zünden wir das an und brutzeln uns erstmal ein bisschen was. Sehr schön. Na geht doch. Ich wollte gerade sagen, habe ich eigentlich mal wieder einen... Tatsächlich, ich kann drei Levelpunkte vergeben. Das habe ich wieder total verpeilt. Pass auf, da machen wir 1, 2, 3. Bis 200 wollten wir auf jeden Fall hoch. Und wir können neue... Oh, geil! 38 verfügbare Engrammpunkte. Das ist ja wie Weihnachten. Holzschild, völlig unnötig. Steinschleuder habe ich bereits. Sattel ist auch super. Gut, ich kann mir hier... Ja... Why not schräge Dächer machen? Ich brauche kein schräges Dach. Ich gucke eher mal hier weiter. Mörser und Stößel. Diese Vorrichtung aus Stein kann dir dabei helfen, Rohstoffe in ihre Grundbestandteile zu zermahlen. Das hört sich so an, als könnte ich es gebrauchen. Zündpulver. Entsteht so ein Zermahlen von Feuerstein mit Stein im Mörser? Kann nur hergestellt werden mit Mörser und Stößel. Hört sich auch gut an. Zündpulver könnte sehr nützlich werden. Bluttransfusionsset. Hiermit kannst du einem Menschen Blut für eine Bluttransfusion abnehmen. Ah, auch seiner eigenen Leiche, Fragezeichen. Das ist interessant, lassen wir aber erstmal. Und Narkosemittel. Erhöht deine Gesundheit, aber lässt dich einschlafen. Aber werden wir bestimmt auch brauchen, um Tiere zu zähmen. Was kommt denn dann sonst noch? Oh, ein einfaches Bett. Stroh bietet vielleicht nicht die bequemste Art von Matratze, aber dieses Bett dient als Respawn-Ort für dich und deinen Stamm. Geil. Genau sowas brauche ich. Eine Fahne. Gut. Eine Fackel. Okay, aber im Moment auch noch nicht. Oh, Fernrohr. Dieses Instrument ist ein wenig primitiv, aber für die Fernaufklärung. Yep. Ist gekauft. Mensch, geil. Hier könnt ihr richtig shoppen. Oh, jetzt sehe ich gerade was. Und jetzt sehe ich gerade was. Ein Kompass. Uiuiui. Und da ist mir eigentlich gerade aufgefallen, dass ich total die Zeit aus dem Auge verloren habe. Wir sind schon über den 20 Minuten. Ja, komm. Ich gucke mich hier ein bisschen durch. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Engrammpunkte, die ich lernen kann. Da scheinen noch ein paar echt ganz coole Dinge dabei zu sein. Kochtopf hört sich auch interessant an. Also hier tut sich auf jeden Fall was. Und schön. Ich hatte zwischendrin jetzt mal so einen kurzen Anflug von Langeweile. Aber plötzlich... kann man hier doch deutlich mehr machen. Ich freue mich umso mehr, wenn ihr zum einen dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat, und umso mehr, wenn wir uns dann in der nächsten Folge auch wiedersehen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr reinschaut. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Euer McRife.